Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der wahrscheinlich beliebtesten Kategorie. Es geht um vegane Brotaufstriche. Wir machen heute ein Mandelmett. Das klingt schon sehr skurril, aber ich glaube, es wird sehr, sehr lecker, wenn man den Kommentaren in unserem Wunderkesselforum Glauben schenken darf. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir beginnen mit einer kleinen Zwiebel, die habe ich bereits halbiert. Die kommt in unseren Kessel hinein und wir zerkleinern das Ganze 3 Sekunden auf Stufe 4. Das Ganze schieben wir dann mit dem Spatel nach unten. Die ist zwar jetzt immer noch grob gehackt, aber wir geben jetzt noch 100 Gramm Mandel hinzu. Ich habe jetzt hier schon gehackte Mandel gekauft. Ihr könnt aber auch gestiftete nehmen. Die kommen ebenfalls in den Kessel und das Ganze wird noch einmal 5 Sekunden auf Stufe 7 miteinander zerkleinert. Auch das schieben wir wieder nach unten und jetzt haben wir schon so ein bisschen kernige Struktur. Also das ist schon sehr, ich zeige euch das mal, schon sehr, es hat noch Biss, sage ich jetzt mal. Es ist anders als wenn man Mandelmehl nehmen würde. Das ist ja dann schon wirklich komplett zerkleinert, komplett gemahlen und so hast du dann immer noch so ein bisschen Struktur drin. Tomatenmark habe ich euch schon abgewogen, 200 Gramm und wir vermischen das Ganze jetzt. 20 Sekunden in Stufe 3. Erfahrungsgemäß ist das nicht immer alles genau vermischt. Hier kann man das auch sehen. Hier sind so ein bisschen Mandel hängt noch oben, Tomatenmark ist noch nicht ganz. Ich schiebe das also jetzt alles nochmal nach unten und vermische es nochmal 5 Sekunden ebenfalls Stufe 3. Da das Ganze jetzt noch ein bisschen, sagen wir mal, fade schmeckt, also nach Tomaten, Mandeln und Zwiebeln, müssen jetzt natürlich noch Gewürze rein. Und da haben wir natürlich alles, was der Gewürzgarten so zu bieten hat. Jeweils ein Teelöffel von Thymian, Majoran, Basilikum und Oregano. Außerdem mache ich so ein bisschen Sambal Oleg rein, einfach damit es etwas Würze hat. Allerdings echt nur so eine Messerspitze, damit es nicht zu scharf wird für die lieben Kleinen daheim. Und dann würzen wir das Ganze. Jetzt kommt noch Salz hinzu. Da nehme ich kein gewöhnliches Salz, da nehme ich gerne Kräutersalz. Da 2 Teelöffel, das ist jetzt eine Mühle. Muss ich abwiegen, also abschätzen, nicht abwiegen. Jetzt, da das Ganze gewürzt ist, vermischen wir es nochmal. 10 Sekunden Stufe 3 und fertig ist unser Mandelmett. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Wie gesagt, in unserem Wunderkesselforum, da wurde das ausgiebig besprochen und getestet, auch mit verschiedenen anderen veganen Brotaufstrichen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es wirklich tausende von Rezepten hier rund um den Thermomix. Aber jetzt erst das Mandelmett. Ich glaube, das müssen wir nochmal mischen. Da hat sich noch ein bisschen von dem Gewürz am Messer festgesetzt. Ist aber ja kein Problem. Sieht man ja, ich schiebe das einfach nach unten. Das riecht schon mal echt gut. Ich kann mir das auch als Brotaufstrich echt sehr, sehr gut vorstellen. Ich mische noch mal ein paar Sekunden auf Stufe 3 und dann machen wir mal ein Brötchen und dann sage ich euch, wie es schmeckt. Optisch sieht das schon richtig, richtig gut aus. Also von einem Mettbrötchen, so wie man es aus der Metzgerei kennt, kaum zu unterscheiden, aber halt eben vegan. Jetzt muss es mich geschmacklich noch überzeugen. Ich bin ein großer Mett-Fan, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Versuche aber halt eben so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Deswegen ist das mit Sicherheit einen Versuch wert. Es gibt ja auch so andere verschiedene Dinge, so habe ich alles Mögliche schon probiert. Wir schauen mal, wie das hier schmeckt. Also mit Zwiebelringen natürlich oben drauf, ganz klar. Ihr seht an meinem Grinsen, ich finde es gut. Wenn ich allerdings auch zugeben muss, es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem richtigen Mett, ganz klar.
Es ist relativ tomatenlastig, aber es schmeckt wahnsinnig gut. Hat eine schöne Struktur. Ich bin begeistert. Also absolut schöner alternativer Brotaufstrich. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Würde mich freuen, wenn ihr wie gesagt auch mal in unser Forum schaut. Da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viele andere vegane Brotaufstriche, auch andere Brotaufstriche und nicht nur Brotaufstriche, auch tausend andere Rezepte rund zum Thermomix oder um den Thermomix rum und im Thermomix drin. Wenn euch das Video gefallen hat, so wie mir dieses Brötchen gefällt, lasst mir ein Like da. Ich gehe jetzt essen. Bis dahin. Tschüss, guten Appetit.